Hä, das verstehe ich jetzt aber überhaupt nicht. Wieso sind wir jetzt die kleine Jodie? Der hat doch gerade noch irgendwas erzählt von wegen, wir sollen einen Auftrag machen. Ja, ja. Und jetzt sind wir hier das Kind, hä? Das passt ja so überhaupt nicht. Ja, oder es ist ein kurzzeitiger Rückblick. Dass gleich das in dem Auftrag noch kommt, aber jetzt erstmal noch so ein Rückblick kommt. Ja, aber das soll ja chronologisch sein. Wir haben ja extra chronologisch eingestellt. Wieso ist das denn trotzdem immer noch so hin und her gesprungen? Das ist doch irgendwie scheiße. Ja. Stimmt. Warte mal, müde? Oh, ich bin müde. Nathan, ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jodie, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mache das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werde es holen. Und woher soll ich wissen, welches Buch das ist? Vielleicht ist das ja aber was über Quantenphysik oder so. Ja. Vielleicht stimmt was. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Mädel, ich bewege dich schon die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, hat das nicht hier schon mal geflackert? Das ist nicht witzig. So bin ich immer alle. Nee, das war der, ja, das war der Keller von denen, glaube ich, wo das war, ne? Wo die runtergegangen ist. Da war doch auch so eine Situation, wo das so dunkel war und so. Kann man hier irgendwas mal angucken? Also es wäre schön, wenn man dich vernünftig steuern könnte, dass du so in spezielle Richtungen gucken könntest. Da ist irgendwas. Aiden? Warst du das, Aiden? Naja, warum sollte er das machen? Aber wer soll es sonst machen? Das ist die Frage. Aber nicht alles ist Aiden, ne? Wollte ich nur sagen. Weiß ich nicht. Okay. Jetzt weiß ich, warum das Spiel ab 16 ist. Das war schon ein bisschen verstörend. Du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Jodie? Jodie, alles klar? Siehst blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, 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 Moment. Nathan! Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, was hast du? Meine Frau. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Sie sind tot. Jodie, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jodie.
Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu Ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Claytons Team geht mit Ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Für das Missionsziel halte ich Aiden davon ab, dich zu töten. Aber ich kann es nicht versprechen. Na, was habe ich gewählt? Das war gut. Tja, genau richtig. Das lief ja wirklich großartig. Ich habe ihm die kalte Schulter gezeigt. Ja, genau richtig. Und ich weiß nicht, ob ich mich dran halten werde. Ich glaube, wir sind getappt worden. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Dem ersten Typen. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat sie geschickt? Aiden. Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker! Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Das heißt, ihn suchen. Musst du vorher da... Musst du nur da reingehen? Ja, ich muss mal gucken, was Sinn halt macht, ne? Aber vielleicht hier... Ja gut, das ist auch alles... Das ist das alles so, ne? Hier ist auch schlecht. Da hinten vielleicht. Ne. Sie haben alles alle gut. Kein richtiges Dach mehr so gesehen. Aber wir erfrieren hier draußen. Das sieht doch besser aus. Kannst du bitte ein Versteck für uns suchen? Ja. Kannst du bitte die Klappe halten? Er sucht doch schon. Also, na gut, so richtig geil ist es auch nicht. Sag mal.
Was ist mit dem Ding? Da ist ein Haus dort hinten. Ja, scheinbar. Ich seh's. Dann los. Ja, okay. Okay. Und wo ist das jetzt? Irgendwo geradeaus und links, glaube ich. Ja, und dann links, genau. Hab ich hier Skier? Ja, ich hab Skier an. Deswegen ist das so komisch. Musst du das auch, musst du da auch richtig fahren mit oder so richtig laufen? Ja, halt ein bisschen steuern, ne? Hier das. Jetzt mal links, genau. Ja, da okay, bereit, das ja. War das andere. Ja, genau, würde ich auch alles, bei dem Sturm draußen. Würde ich auch, genau. Vor allen Dingen, wenn da wirklich einer mal vorbeikommt, sieht das sofort. Verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey! Bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hierbleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisungen. Aber Feuer in der Holzhütte? Da hinten ist noch ein Ofen. Vielleicht nicht unbedingt das Beste. Man sieht hier dieses Ding da. Ne, hinten, da wo die gerade dran sind. Die machen den gerade an. Ja, das. Ach so, ist das. Ein, das andere ist ein Herd, glaube ich sogar. Ja, yeah, deswegen. Verwirrt. Alles aufgeweicht. Verdammt, das Zeug ist zu nass. Uns muss was einfallen. Sonst erfrieren wir heute Nacht. Weil nicht alle in die Luft jagen hier. Hm. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Aber da ist das Pinkeln bestimmt auch interessant. Das friert ja alles ein. Oh Gott. Okay. Ich bin schon mal bei ähnlichen Temperaturen durch Tschechien gelaufen. Und da hatte ich auch nur einen kurzen Rock an. Das war auch nicht besonders schön. Aber sich dann irgendwo hinzusetzen und dann mal... Nee, das muss nicht sein. Vor allen Dingen war da jetzt nicht so ein Schneesturm. Ne? Also es war nur kalt in dem Sinne. Mhm. Ich hätte doch eigentlich nicht irgendwo geguckt. Naja, da ist ein Seil irgendwie. Was ist das? Ach nee, sie... Okay. Fuck, fuck, fuck. Ich erfriere hier. Kannst du dich verkneifen. Tja, da sind wir schon runtergelassen. Ja, sozusagen. Aber sie geht ein bisschen komisch. Ja, ja, aber man darf nicht mehr in die Richtung gucken, wo sie gerade... Ja, guck mal, es ist schneeweiß noch daneben. Ja, ja. Ja, du hast wahrscheinlich so Würfel gemacht, gleich Eiswürfel. So Eiszapfen wahrscheinlich. Ja. Eiszapfen, genau. Ja, vor allen Dingen die Skier, das ist ja so bescheuert, ne, dass die da vor dem Haus rumliegen. Ne? Aber die sind auf der, die sind hier vorne. Ich bin doch aus der hinteren Tür eben rausgekommen. Nee, du bist da raus. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Los, dranbleiben! Hä? Da stand doch jetzt einer noch. Hauptsache, ich konnte vorher pinkeln. Das ist wichtig, ja, ja. Man sollte nie mit voller Blase in den Kampf ziehen. Und in den Schnee sowieso nicht gehen. Nee.
Ist das so eine alte Binsenweisheit aus dem Militär? Komm mit, Jungs, nicht so müde. Auf in den Tod. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. So hochgeklappt wird, aber sieht zumindest so aus. Die sehen ein bisschen komisch aus. Ja, gut. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. Weißt du, was sein kann? Du meinst die Kluft, dass die Station unter Wasser ist? Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden, kümmere dich darum. Hat das Ding runtergeklappt? Ich guck mal. Hier vorne irgendwas machen? Ne. Den Kran irgendwie? Im Moment sehe ich nicht irgendwo was. Da hinten komme ich auch nicht mehr hin. Also wenn, dann muss ich die vorne ausschalten erstmal. Ja, da eben. Gehen wir zu dem Boot. So völlig überraschend. Jetzt muss er sich aber irgendwie noch selbst umbringen, ne? Ich muss die erstmal reinlassen, denke ich mal. Ist hier vorne irgendwann ein Tor? Achso, ja, das kann natürlich auch sein. Da nicht, aber ich denke mal hier in einem Ding drin. Wäre vielleicht auch intelligenter, die erst reinzulassen und den dann umzubringen. Ich dann. Warte mal, da hinten ist ein Knopf. Das kam nicht gut. Sorry. Zu sorry. Wie wär's mit einer Warnung? So, also das heißt, sie spürt das dann quasi, ja? Wenn der erschossen wird. Gib mir mal eine Sekunde. Okay. Ja, sie spürt mich. Oder sie spürt, dass Aiden das weh tut quasi. Das kann natürlich auch sein. Ich bin ja in dem Moment verbunden mit denen. Und deshalb spüre ich das auch. Und dann ja, du spürst sie das, aber... Und sie ist mit mir verbunden und deshalb spürt sie das auch. U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hier bald drauf zu gehen. Tja, Junge, wenn du Angst hast. Okay, was genau soll das hier werden? Nachbarn. Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit ihr. Was ist mit uns? Weiß ich. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, na. Nick! Gib mir den Sprengstoff.
schnell will ich mich auch mal umziehen können, ehrlich. Dir ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Küss ihn nicht nochmal. Ja, das war mir völlig klar. Ich dachte, sie sagt jetzt sowas wie, solange du drauf gehst, ist alles. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Ich muss das jetzt aber nicht selber... Ach du Scheiße. Okay. Doch, muss man. Auch die Lampenfische hier oder Laternenfische? Lampenfische. Man, damit bremse ich, da muss ich also so dann runter, also, indem ich dann gucke, okay. Das ist auch die nicht das Stress. Ja, das stimmt. Das ist schwer mit der Peilung. Ich kann auch nicht richtig nach links steuern, als ob ich da irgendwie gegenpralle. Stellenweise steuere ich auch irgendwie nicht gut selber. Es ist ein bisschen ganz komische Steuerung. Jetzt gucke ich nach rechts die ganze Zeit und der geht einfach nach links. Oh. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Die Richtung ist gut. Nee, da ist die Wieso Station. Geht immer tiefer, obwohl ich nach oben gucke. Du musst hoch machen, wahrscheinlich. Ja, aber wieso geht die dann tiefer? Ich gucke doch die ganze Zeit nach oben und drücke weiter nach vorne. Hallo. Da muss ich hier runter. Das war auch blöd, wenn du so einen vorgefertigten Weg nur fahren kannst. Ja. Ah, da vorne. Auf der Karte. Da vorne kommt es. Ja, auf der Karte bist du richtig. Siehst du das Licht? Ich hoffe, er will keine Antwort.